Da muss man natürlich, glaube ich, erstmal seine sieben Sinne auch wieder zusammenbekommen nach so einem Crash. Ja, jetzt nochmal auf das aktuelle Bild hier einzugehen, an den Autos von... Und da sehen wir Prema und da ist Maro Engel und der berührt ihn. Aber da muss man sagen, Maro Engel wollte an der Außenseite vorbeigehen und Prema fährt rüber, will ihm die Tür zumachen. Wäre er geradeaus weitergefahren, wäre nichts passiert. Und wir haben Stimmen bei Klaus Lufen. Ja, erstmal ist das Entsetzen natürlich bei allen Beteiligten groß. Das haben wir auch gerade bei den Verantwortlichen von Mercedes gesehen. Aber einer ist natürlich in großer Sorge, Dr. Wolfgang Ulrich. Ich weiß, Sie sorgen sich immer sehr um Ihre Fahrer. Wie froh sind Sie, dass offensichtlich Alex Prema erstmal nichts passiert ist? Ja, nach dem, was ich bisher gesehen habe, scheint dem Alex wirklich nichts Ernstes passiert zu sein.